Becker, wohne seit 10 Jahren in Salzburg und arbeite beim Raiffeisenverband Salzburg. Und in meiner Freizeit bin ich Dreispringerin. Ich habe gestartet mit dem Mehrkampf, also mit dem Siebenkampf. Da waren die unterschiedlichsten Disziplinen dabei. Und österreichweit war ich ganz vorne dabei. Aber international habe ich dann gesehen, dass ich vor allem in den Sprungdisziplinen sehr stark bin und habe mich dann auf Weit- und Dreisprung konzentriert. Ja, ganz besonderer, nämlich der da passiert ist. Und zwar, da bin ich das erste Mal Doppelstaatsmeisterin geworden. In Salzburg, im Weit- und Dreisprung und das zu Hause. Also was Schöneres kann man sich gar nicht vorstellen. Das war einfach emotional und gefühlsmäßig eines von den schönsten Erlebnissen. Durch das, dass ich eine sehr ehrgeizige Person bin, sehe ich in jeder Tätigkeit, in allem, was ich mache, an Wettbewerb. Das heißt, ich erlege mir das immer sehr stark selber auf und somit ist im Beruf und im Sport natürlich der Wettbewerb sehr, sehr stark. Ich werde mit einem sehr guten Gefühl in den Wettkampf gehen, so wie jetzt die ganze Saison schon. Ich freue mich, dass ich springen kann. Es ist einfach meine Berufung, die letzten Jahrzehnte, darf ich jetzt schon fast sagen, gewesen. Natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei, weil nach so vielen Jahren den Wettkampfsport aufzugeben, ist nicht einfach. Aber irgendwann habe ich für mich selber entschieden, wann ich nicht mehr so für 100% im Training geben kann und einfach andere Themen wie Arbeit einfach sehr präsent sind und eben Regenerationsphase viel zu kurz kommt, dann ist es einfach gescheiter, entscheiden, aufzuhören. Ich möchte unbedingt im Sport treu bleiben. In was für einer Art und Weise, weiß ich noch nicht. Ich lasse mich da gerne überraschen. Weil mir ist ganz wichtig, oder das ist das, was ich die letzten Jahre im Sport am meisten mitgenommen habe, dass man mit Bewegung und diese alles, was man so lernt durch den Sport und was man mitkriegt, ganz was Wichtiges und Besonderes ist für die Persönlichkeitsentwicklung und auch für den Beruf. Und das möchte ich unbedingt da weiter transportieren. Es gibt sehr viele ausländische Kollegen, mit denen ich sehr gerne trainiere, aber in Österreich hat man natürlich auch viele, mit denen man sich sehr gut versteht. Und eine sehr gute Freundin von mir ist die Beate, die Hürdenläuferin, Beate Schrott. Und immer, wenn wir uns sehen, ist das ein besonderes Erlebnis. Ja, ja, ich habe die Michi noch nie schlecht gelaunt erlebt. Also die Michi, wenn die Michi auf den Platz kommt, dann strahlt die Sonne, egal ob Sonnenschein ist oder Regen. Und sie versprüht immer totale Positivität und totale Freude am Sport. Also ich habe noch nicht viele Leute gesehen, bei denen man wirklich sehen kann, dass ihnen der Sport total Spaß macht. Schöne Fanfare von Max Selmer. From the beginning, I've always really enjoyed to watch her jump. The joy that she brings with jumping, the intensity that she brings with jumping, and Salzburg is also very near to my heart. So to be able to see her train at Reef and I've always wanted the best, but we also, again, go to Rio and also dream of bigger things, you know, and so I'm definitely a big fan.